Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Und wir sind in Woche 7 angelangt. Wir werfen einen kurzen Blick in unsere Saison, in unseren Terminkalender und sehen, dass wir in Woche 6 die Florida Classic gespielt haben und dort gerade mal so in die Punkte gekommen sind. Am Ende mit 4 unter Par haben wir noch glatt 4 Pünktchen noch hier für den FedEx Cup erreicht. Wir haben uns aber qualifiziert für Woche Nummer 7. Das wollen wir heute spielen, nämlich die Arnold Palmer Invitational in Bay Hill Club and Lounge in Orlando, Florida. Und hätten wir uns dafür nicht qualifiziert, dann hätten wir eben parallel dazu die Lighthouse Open gespielt in Maine. Wir sehen auch, dass es ein etwas erleseneres Feld ist, denn wir dürfen auch um 550 Punkte spielen für den FedEx Cup. Und das Ganze ist so als Vorbereitungsturnier zu sehen für Woche Nummer 8, nämlich die Players, das fünfte Major oder das fünfte Major des Jahres sozusagen in Anführungszeichen nehmen, neben dem Masters, der PGA Championship, der Open und natürlich der US Open. Okay, so, das Ganze heute nochmal als Video, aber die Players, die wollen wir dann im Livestream spielen und ich denke, das Video seht ihr heute am Samstag und die Players werden wir dann am Sonntag, denke ich so, 16.30 Uhr werde ich mir das mal eintragen, aber schaut einfach in die Community. Ich werde das Ganze natürlich noch rechtzeitig dann veröffentlichen, wann wir hier live gehen. Und da möchte ich dann an der Stelle auch jetzt erstmal den Matthias recht herzlich grüßen, der mir in den letzten Tagen einige Kommentare geschrieben hat und auch ein Video zukommen lassen. Ein ganz tolles Video, wo er ein super Finish auf den letzten zwei Bahnen mit Birdie Eagle gespielt hat. Und da werde ich dann natürlich auch noch ein bisschen was dazu sagen und auch seine Fragen beantworten im Livestream. Ich denke, wie gesagt, am Sonntag um 16.30 Uhr. So, aber jetzt wollen wir hier loslegen, die Arnold Palmer Invitational. Und da spielen wir mal wieder mit Sungjae Im. Interessant, interessant. Wie ist das Wetter? Windgeschwindigkeit 3 bis 5, das ist okay. Und dann schauen wir mal. Okay, Aaron Rye mit minus 10 führt. Das kann ja spaßig werden. Also, lasst uns loslegen. Es geht nach Bay Hill Club and Lounge nach Florida. EA Sports and the PGA Tour so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. Today, we bring you live final round coverage of the Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard. And this, one of the sterner tests a golfer's going to encounter, 18 holes to decide a championship. The A-plus game has to be there to make this work as we look at the early leaderboard. On top is the Englishman, Aaron Rye. He's come into this one on fire at 10 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. So, wir stehen am ersten Abschlag, einem Par 4 mit 465 Yards und ich muss schon wieder sagen, also wenn wir hier ins Leaderboard reinschauen und ich sehe hier schon Aaron Rye mit minus 10 führend, er ist im Clubhaus, Par 72 Kurs, 10 unter Par hat die 62 gespielt, wie sieht es denn jetzt aus, okay, da sind noch welche unterwegs, Keith Mitchell an der 15 mit minus 6, ja, um geteilter Zehnter zu werden, brauchen wir minus 5. Und da ist noch jemand unterwegs. Und so wie es aussieht, sind aber wohl die meisten drin. Ja, okay. Minus 4. Ja, ich sage das deswegen, weil interessanterweise es ja immer so ist, dass am Ende der Runde der Computer noch ein bisschen auswürfelt. Und da tut sich immer noch einiges auf dem Leaderboard. Interessanterweise. Okay, lasst uns losgehen. Oder loslegen mit Wind von links. Das heißt, wir brauchen einen Draw, um dieses Par 4 erstmal ordentlich hier reinzuspielen. Einen Draw, um hier ordentlich reinzukommen. Also, ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Invitational, die Arnold Palmer. Und los geht's. Thank you.
Okay, das passt soweit. And that's a good way to start this final round. It's in the fairway at the first. So, unser Partner im. Ja, er überlegt noch. Er braucht noch ein bisschen. Hat aber den Driver in der Hand, denke ich. This one starting a little left off the tee. Oh, gerade so in den First Cut. That's certainly a good break. If that ball had stayed in the thick rough, might have had a chip out. Instead, that first cut, so many more options available now. Ja, der geht ein bisschen rechts weg, hat so einen Eindruck. Ah, die Fahne steckt ja auch hinten rechts. Sorry, habe ich so nicht gesehen. Und auch der rollt leider von grün runter. Kein Problem, kann man trotzdem Texas Red spielen. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Nota Begay the third. 159 yards left to the hole. Pin sitting back right. So, heute wird natürlich auch wieder das Eisenspiel wichtig sein. Eisen 8 erscheint mir doch jetzt gerade ein bisschen lang. Wir werden es mit dem Eisen 9 probieren und damit müssten wir definitiv aufs Grün kommen. So, wir werden aber versuchen von links, dass wir links vom Stock bleiben. Okay. Ja, und wenn der noch ein bisschen hinrollt. Okay. Well, I'm not going to rag on the shot. It was a good strike. But look where the flag is. It's on the other side of the green. A long one coming up here for birdie. So, es geht ein bisschen berghoch. Das ist immer gut. Aber wir haben natürlich auch ein Break über links. Ein kontinuierliches Break über links. Wir werden uns dann wieder mal ein bisschen eingrufen müssen. Mal schauen, ob heute der Putter läuft oder nicht. Ja, ich denke, ein bisschen mehr ist es schon. Okay. Oh. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Guter Chip. I think I'd be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. Ja, sicher zum Paar. And he'll remain in red figures at one under. Das sollte uns, denke ich, auch gelingen, dass wir den Ball noch sicher hier einlochen. Safely in. It's a par here at the first. And he'll stay at even par. Ja, dann schauen wir mal, wo wir mit Paar liegen im Feld. Ja, 86. Das ist schon weit weg von den Punkten, denke ich. Back to the action here at the second and a par three. Frank, it's 231 yards. What are we looking at? Well, somehow, if you can hit it sky high, that's the best shot to hit in there. This green sometimes gets brick hard, and of course, it all slopes to the left. Ja, ich kann mich an den Platz gar nicht erinnern. Haben wir den auf der Korn Ferry Tour schon mal gespielt? Ich denke schon, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin da mal gespannt. Lass mich mal kurz reinschauen. Ah, nee, das sehen wir jetzt leider nicht den kompletten Platz. Und hier? Ah, also es gibt Wasser. Okay, also es gibt auf jeden Fall Wasser. Gut, also ein paar drei. 240 Yards. Der Wind ist natürlich... Ja, okay, wir können den über links reinspielen, aber da ist natürlich diese False Front. Das heißt, fliegt der Ball da rein, springt er nach links weg. Ein Hybrid will der da reinspielen. Ein Hybrid. Aber wenn der vorher landet, dann wird der natürlich auch langsamer. Ja, ja, wir haben halt diese False Front. Dann springt er uns links weg und dann haben wir einen Lobshot da hoch. Besser wäre es natürlich, wir kämen aufs Grün. Ja, vielleicht ein kleines bisschen versuchen, mit einem Draw dagegen zu drücken.
Ja. Die Länge wird es halt sein. Die Länge. Kleines bisschen höher. Ja, rollt durch, ist klar. Und dann auch noch ins Rough. Ärgerlich. This backhole location. If you're not precise with your distance, you can run out of green in a hurry. Ja, der geht auch ein bisschen links. Ja, der kommt überhaupt nicht drauf. Das ist genau das, was ich meinte. Der müsste dann links runter. Ah, so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist es gar nicht. Sitting up in the short grass. Now a delicate little chip here for his second. Ja, wir werden wieder versuchen, das Ganze mit unserem Flop zu machen. Wir haben aber 93, 97, also wir müssen ein bisschen länger schlagen. Auf jeden Fall etwas weiter. Und über links. Wir stehen etwas unterm Ball. Ja, okay. Okay. Der ist dann doch ein bisschen weiter geflogen, als ich dachte. Now from off the Bermuda grass is second at the par 3. Naja, also. Bermuda Gras, also das ist ja aus dem Vorgrün. Da spielt das eigentlich noch gar keine Rolle. This is an 11-foot putt. Ja, der fällt, okay. Okay, das wird jetzt wieder ein interessanter und anspruchsvoller Putt, weil der ist eigentlich vom Break mehr als gerade vorhin. Bisschen kürzer vielleicht und dann über rechts reinfallen lassen. Ja, der zieht vorbei. Das war zu viel. Ja, supi. Dass der so stark jetzt übers Loch rüberrollt. Das ist enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Es geht berghoch. Okay. Yeah, that's a good putt, but it is for bogey. Das wirft uns natürlich ganz schön zurück. He's gonna fall back now to one over par. Ja, und ruckzuck sind wir, haben wir 30 Plätze fast verloren. Ja, doch, ich kann mich jetzt langsam ein bisschen an die Bahnen erinnern. Aber ich werde hier nicht zuerst abschlagen. Gut, er ist 86. Mit der Even Par. Ja, geht sehr sicher über die rechte Seite. Klar, den spielt er safe. Good shot coming off bogey at the second. That's gonna be in the fairway. 284 Yards von der Länge her, okay. So. Wie weit kommen wir eigentlich auch nicht weiter? Leichte Drohnen. Der Wind drückt den vom Wasser weg. Also werden wir ihn versuchen, leicht zu drohnen. Er startet sehr weit rechts. Okay. Ja, komm, bleib liegen, sit. Ah, first cut. And that one lands in the first cut, Frank. Interesting choice coming ahead here. It'll be interesting to see how he reads this lie.
Now a second from 164 yards out. Oh ja, der könnte knapp werden. Hui! Well, just off the fairway, here's Noda. 160 to the hole. Pin is in the far back portion of the screen. So, wir nehmen Finesse, aber das Eisen 8. Aber nicht ganz so lang, okay. Ja, das mit dem Wind ist so eine Sache, ne? Wie dicht wollen wir versuchen, an den Stock ranzukommen? Ja, okay, wenn er da weiter rechts aufkommt, müsste er sowieso ein bisschen nach links springen. Das Grün fällt Richtung Wasser. Okay. Ja, doch nicht. Bisschen weniger Drohnen, aber jetzt sehe ich auch gerade, wir haben natürlich First Cut, vielleicht doch ein bisschen länger. Ja. Bisschen höher anspielen, okay. Naja, da haben wir jetzt nicht richtig durchgezogen, aber das passt soweit, wenn er noch ein bisschen links. Nein, er bleibt oben auf dem Plateau liegen. Naja, gut, besser als der Kollege hier. Der versenkt den unter Garantie, oder? Ja, okay, Doppelbogey. Schemes unfair sometimes. That looked in the whole way. This one should cut pretty hard to his left. It's for birdie. So, naja, das ist ja klar. Der geht sofort links rüber. Ja, und rollt den Hang runter. Das ist schon stark. Schade, schade. Okay, but that needed to be started a bit further out to the right. Okay, wir haben ein bisschen Break. So that safely in, it's a par here at the third. Naja, Pärchen bringen uns natürlich jetzt nicht weiter. Aber gut. Vor Bogey. Ach, der zweite war im Wasser. Der hat ja auf dem Grün gedroppt. Ja, ja, witzig. Rich Lerner alongside Frank Nabilo. Fourth hole is the first par 5 on the golf course, Frank. Very scoreable. Two bunkers down the left, the first of which takes 330 yards to get it past that. Definite birdie hole, maybe even a chance for Eagle to really jumpstart the round. Ja, ja, war schon korrekt. Natürlich, klar, der zweite ging ins Wasser, beziehungsweise musste er droppen ins Wasser. Direkt ging er ja nicht, der war unspielbar, wenn er in den Steinen lag. Und dann hat er auf dem Grün gedroppt und das war natürlich, der Putt war der vierte Schlag. Okay, so, wir haben das erste Par 5, 582 Yards. Wir müssen hier an dem Baum vorbeispielen und das können wir entweder gerade oder wir können natürlich mit einer Kurve spielen. Der Wind kommt aber von links. Also werden wir hier ein bisschen versuchen, die Kurve zu spielen. Ja, aber ich will auch nicht zu viel. Ich meine, da rechts ist da, was ist denn da? Ist da ein Bach oder was? Ja, da ist ein Bachlauf, oder? Oder was ist das hier auf der linken Seite, rechts? Hä? Ja, fahren wir mal rüber. Ja, ja, klar, das ist ein Creek. Okay. So, nee, ganz so wild soll der Draw eigentlich nicht werden. So, okay. Dann versuchen wir es mal damit. Ja, die Kurve ist gut. Die passt.
Was haben wir? 266 Yards, aber er rollte auch hier nicht viel. Okay. Hat er jetzt mit dem Eisen abgeschlagen? Der hat mit dem Eisen abgeschlagen. Also, die KI überrascht mich immer wieder. Im letzten Video hatten wir ja das Phänomen, dass der gute Spieth mit dem Putter im Prinzip einen Chip gespielt hat und dann übers Grün hinausgeschossen. Hier schlägt er mit dem Eisen ab bei einem Paar 5. Ja, okay. Er kommt auch nur mit dem dritten drauf, das ist klar. So, in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second to the par 5. Ja, startet ein bisschen weit rechts, habe ich den Eindruck. Ah, das passt, der läuft genau zwischen die Bunker. Okay. I'm not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 in 2, but still in the ball game for a birdie. Frank, tricky little third shot here at the par 5 fourth. Especially if you don't have a full number, because there's just that little mound in the middle of the green. If you get on the wrong side of that, ja, noch ein bisschen spin. 30, 40 feet away. So check where the flag is. Is it front? Is it back? And then try and land it in that section. Ja, okay, dann hat er jetzt eigentlich auch nicht viel falsch gemacht, ne? So, wir sollen pitchen. Okay. Das Ganze ist aber 8 Fuß hoch. 35. Da würde ich auf 30 gehen. Ja. Auf 30. Und das Ganze springt dann ein bisschen nach... Okay, okay, okay. So, dann noch ein bisschen hoch. Und dann versuchen wir unser Glück, ob wir da hochkommen. Und das, denke ich, sieht doch gut aus. Two good shots on this par 5 leaves that simple little chip, and that was beautifully played. 6 feet now for birdie. Nope, I could have erased the bogey from the previous hole, but no dice there. Ja, die Grüns sind schon hier ein bisschen tricky. Er liegt immer noch weiter weg als wir. Okay. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll stay right where he is. So, unsere Chance auf even par zu gehen. Wir haben ein leichtes Break über rechts. Not much to that. It is a birdie here at 4. And he will definitely not say no to that. So, unser erstes Birdie hier auf Bay Hill. It's a deceiving hole, the fifth. It's less than 400 yards. It's a three wood or a driver and a short iron in, and you're licking your chops thinking I should make 3 here. But you're happy with 4 because there's all sorts of trouble from start to finish. Ja, das ist jetzt auch ein tricky Par 4 auf jeden Fall. Weil hier müssen wir jetzt gut schauen, dass wir hier zwischen die Bunker geraten und nicht so weit rechts liegen, damit uns die Bäume im Weg sind. Und deswegen ist auch die Frage, müssen wir hier mit dem Driver spielen? Eigentlich nicht. Bleiben wir etwas kürzer, dann liegen wir so zwischen 110 bis 130 Yard. Und das ist ja im Endeffekt auch ein Neuner oder ein Wedge auf jeden Fall. Ja. Ja, 110, nee, nee, das müsste sogar auf jeden Fall ein 54er oder ein 56er, 58er, ist auch egal. Also auf jeden Fall müssen wir hier zwischen die Bunker und dann sollte das eigentlich passen. Hm.
nicht zu lang, damit wir in die Bäume reinrollen. Ja, der fliegt sogar weiter. Yeah, this is not the biggest of fairways, so that is a good shot here at 5. Jo, 275 Yards in Summe. Eben hat noch den Driver in der Hand. Ja, will er über die Bunker rüber? Nee. Der könnte in die Bäume gehen. And that will be more than adequate. It's safely into the fairway. Naja, okay. Schauen wir mal, ob die Bäume rechts nicht im Weg sind. Die Äste. Now note his second from the fairway. Looking good at 116 to the hole. Pole cut right in the middle. Ja, ein bisschen Rückenwind. 50er Wedge. Finesse wenig Spin sollte eigentlich haben. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Erfahrungsgemäß sind wir immer irgendwie zu kurz mit den Wedges. Ich weiß nicht warum. Ja, jetzt sind wir doch so lang. Ja, super. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Yeah, a little away from the band. Ja, das kennen wir. 98 yards remaining for his second. Okay, er kommt da den Bäumen vorbei. Er hat also alles richtig gemacht. So, bei ihm ist Spin. Ja, ein bisschen nur. It might have been perhaps a little conservative, but right in the heart of the green. Ja. An outside look here for birdie. Ja, 29 Fuß, also das war jetzt nichts, das war eigentlich wirklich nichts, das war ein schlechter Wedge-Schlag, muss man einfach so sagen. Da beißt die Maus kein Faden ab, aber wir haben immer noch die Chance auf ein Birdie mit einem guten Putz. So, ein kleines bisschen mehr und über rechts, definitiv. Am Anfang bricht er eigentlich weniger, weil wir ja, wie gesagt, immer etwas mehr Speed haben. Vorne wird er etwas mehr brechen. Und er wird lange brechen, weil er lange unterwegs ist. So ein bisschen mehr, denke ich. So, okay. Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, da hätten wir viel näher dran sein müssen am Stock. Oh, da hinten schwimmt ein Schwan. Ja, er hat einen geraden Putt, der fällt über rechts. Oh! Pace perfect on that one. It's in for birdie. Will certainly help the cause. Ja, ja, da hat er wieder alles richtig gemacht. Hier etwas über links. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth. And he'll remain right where he is. So, wo liegen wir denn wieder im Feld? Im 80er Bereich, oder? 85. Das bringt aber alles keine Punkte. Wir müssen unter die Top 50. Iconic holes at Bay Hill, the 555-yard par 5-6. It is a sight to behold. Ja, das ist jetzt dieses Par 5. Ich erinnere mich, was praktisch komplett um den See rumgeht. Und ich bin der Meinung, da haben auch schon welche versucht, direkt übers Wasser das Grün anzugreifen. Die Fahne steckt auch noch ganz, ganz hinten. Das heißt, es sind dann nochmal 30, 40 Yards mehr. Man kann das Grün mit dem zweiten erreichen. Aber dann muss man schon mutig übers Wasser spielen. Yeah, that's a good shot. Not up there near the green like some folks we know. But a very solid drive here at 6. So, wir müssten eigentlich ein bisschen weiter schlagen können. Ah, wir haben Gegenwind, jetzt sehe ich das erst. Yep. Okay, wir haben etwas Gegenwind. So. Ja, wenn man mutig ist, dann kann man den natürlich auch dort rüber schlagen.
Aber wir sehen, da fehlen uns ein paar Meter. Aber ich glaube, Bryson DeChambeau oder so, der hat den als hier rüber geschlagen. Also, ja. Da muss man natürlich schon einige Meter schlagen können. Ich denke, wir werden jetzt hier auch nicht viel mehr machen müssen. Schauen wir nochmal. Wenn wir den hier rüber spielen, dann haben wir noch 250. Also das heißt, wir könnten das Grün mit dem Holz erreichen. Aber es ist natürlich die ganz überall Wasser. Eieieiei. Hey, so, vielleicht noch ein kleines bisschen links rüber. Wir werden es versuchen. Wir werden versuchen, hier rüber zu kommen. Also, dann geben wir ihm mal ein bisschen mit was. Also, die... Oh, da geht ein bisschen nach links. And that will do just fine. 248 zum Loch. Yep. Das heißt, zum Grün ca. 200 Yards. Er nimmt das Holz in die Hand. Er versucht's. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, straight. Richtung Fahne, nicht nur Richtung Grün, sondern wirklich zur Fahne. Boah. Jetzt muss er natürlich da hinten auch halten. Aber das Raff hält ihn auf. So, wir werden versuchen, den ein kleines bisschen reinzudrohen, aber nicht mit dem Holz. Wir werden das mit dem Hybrid machen. Stopp mal, was war das gerade? Ach, Approach, ja. Approach mit dem Hybrid. Eisen 4 ist zu kurz. Dann müssten wir hier Anfang grün anspielen. Naja, gut, zwei Putts, dann sind wir auch drin. Der Wind wird ihn hochladen. Ja, der Wind wird ihn definitiv nach links. Und wir werden ihn hochspielen. Ja, er macht die Kurve, er macht die Kurve. Ja, der wird auch durchrollen. Der wird auch durchrollen. Ja, da liegen wir genauso wie der Kollege Im. Really hit that second shot on the button to this par 5. Yeah. But Frank couldn't get it to stop. Da wäre das too good, too long, sadly. Da wäre dann vermutlich doch. Da wäre vermutlich dann doch das Eisen 4 die richtige Wahl gewesen. So, wir sind 93, 97, aber vorhin ist der eigentliche so lang gewesen. Wir versuchen es mal so, weil witzigerweise er meistens immer mehr nach links geht. Ja, vielleicht ein bisschen kürzer. Okay, wir haben noch eine Birdie-Chance. Dead-on look here for Birdie. Ja, die müssen wir aber auch nutzen, genauso wie er, damit wir einfach im Leaderboard ein bisschen nach vorne kommen. Okay, nicely played. That's in for Birdie here at 6. And he will definitely not say no to that. Okay, das Ganze ist eigentlich Level über links. Okay, well done there. It's a birdie here at the sixth. Will certainly help the cause. So, wo stehen wir jetzt? 73. Also wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall minus 4, minus 5. What's the challenge here? Really, the high ball hitters have an advantage here. Just try and carry it in the middle of the green. Frank, the good news as you come to the seventh after that beast of a par 5 is that it's just under 200 yards. There's no water. It's not as long as the second, but it's just as demanding. Very narrow entry into this green. Solide Mitte grün. Okay. Center of the green. Good shot. Oh,
Okay, auf jeden Fall weiter links. Eisen 5, Eisen 6 bringen wir definitiv zum Liegen. Wir haben aber auch Gegenwind. Ja. Wir müssen einfach irgendwie näher an den Stock kommen. Ja, bei Eisen 5 bin ich mir nicht sicher. Eisen 5. Eisen 6 mit dem Gegenwind. Der wird da nicht viel rollen. Eisen 5 wird natürlich auch ein bisschen mehr Roll haben. Der geht zu weit rechts, oder? Und okay, ein bisschen links. Komm, 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 komm. Yeah, very good shot, taking it in right of the hole and a good look upcoming. In now for his birdie. Ja, knapp. Ganz knapp. Trying to generate some momentum here at the seventh hole. This for birdie. So, es geht ein bisschen berghoch, auch wenn Level da steht. Und wir haben ein bisschen Break über rechts. Das müsste er eigentlich ein bisschen annehmen können. Also müssen wir auf jeden Fall etwas mehr als rechte Lochkante machen. Ja, vielleicht doch ein bisschen weniger, damit er etwas mehr bricht. Sauber. Ah, yes, runs that one right in. It's a birdie here at the seventh. And he will definitely not say no to that. That one finished off. It'll be a par here at seven. And he'll stay at 200. So. Drei Birdies auf den letzten vier Löchern. Da kommen wir jetzt langsam dorthin, wo wir hinwollen. Frank, this hole has a little bit of everything. Yeah, even though it's a pretty hole, Rich, it's a fairway you must hit because that second shot here is one of the toughest on the golf course. Hm. Da hat er völlig recht. Das ist natürlich wieder genau so ein Ding. Oh, und die Fahne steckt links, klar. Finaltag, die Fahne steckt auf der linken Seite. Natürlich müssen wir uns erstmal eine gute Ausgangsposition verschaffen. Das heißt, wir müssen hier definitiv gut und lang ins Fairway. Und das am besten aber auch mit einem Fade. Ja, wenn er da oben reinkommt, dann rollt er noch ein bisschen runter. Also wir brauchen ein bisschen Länge, definitiv. Ah, startet viel zu weit links. Ah, Bunkerschlag hilft uns nicht. Oh, jetzt liegt er auch noch. Nein. Ja. Genau, wir kriegen da keinen Spin drauf. Das heißt, da werden wir den Ball nicht zum Liegen bringen. Das ist natürlich mit die schlechteste Lage, die wir erwischt haben. Ja, ein bisschen verrissen im Durchschwung. Ja, geht auch erstmal Richtung Bunker. Aber der wird vorm. Ja. Wind coming from his right as he gets set for his second. Oh ja, der macht die Kurve. Herzschlagmoment. Was wird das? That's an eagle too. I mean, that is just mind-boggling.
From that distance, he's thinking, just put it on the green 20 feet. This one, no feet left. That baby's in the dark. It's down the bottom of the barrel. Tja, da kann ich, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Das war natürlich ein hervorragender Schlag, gute Ausgangsposition. Dann traut er sich auch noch, den Ball tatsächlich hier mit einer Kurve auf den Stock zuzuspielen. Tja, alles richtig gemacht. Im Prinzip hat er es mir vorgemacht. Aber wir haben jetzt schon mal das Problem, dass wir unterm Ball im Sand stehen und dann natürlich auch noch keinen Spin auf den Ball kriegen werden und noch ein bisschen an Länge verlieren werden, höchstwahrscheinlich. Und das, wie gesagt, auf die Fahne. Nee, der Wind. Wir schauen, dass wir hier das Paar spielen. Wir müssen schauen, dass wir hier das Paar spielen. Was anderes wird hier nicht gehen. Alles andere ist Risiko. Wir verlieren ein bisschen an Länge. Wir haben keinen Spin. Eisen 8. Eisen 9 länger geht gar nicht. Ach du Schande, der Wind drückt den ja unheimlich links rüber. Ja, okay. Na, da denke ich doch, das ist ein gutes Ergebnis für die Lage. Okay. Wir haben noch immer eine Birdie-Chance. Auch wenn ich natürlich jetzt hier aufgrund des Breaks sehe, dass das natürlich nicht eine große Birdie-Chance ist. Aber wir sind immerhin trockenen Fußes rübergekommen. Okay. Es geht ein bisschen bergab, ne? Es geht ein bisschen bergab. Müssen wir ein wenig aufpassen, dass er nicht durchrollt. Natürlich stark über die rechte Seite. Aber ich glaube, vorhin waren wir zu stark, gell? Da ist er uns, oben vorbeigelaufen. Und jetzt ist es ja deutlich kürzer. Ich gehe aber trotzdem nochmal kürzer, weil wir wollen definitiv, müssen wir das Paar spielen. Ein bisschen mehr Pace, ein bisschen mehr. Aber okay, so haben wir wenigstens ein easy Pärchen. Also wir müssen ja, dürfen nicht vergessen, dass wir eine schlechte Lage hatten. Also somit dürfen wir sehr zufrieden sein. Dass wir dann am Ende nicht kämpfen mussten. Finishing up here on the front side at Bay Hill with a lengthy par form, what's the key, Frank? Well, the hole's relatively flat, but the rough on the right comes into play. If you can carry that ball 300 yards, then just take it in over the bunker. Oh, er nimmt einen Schläger weniger, ne? Ja, das hat sich stark nach einem Hölzchen angehört. Okay. Ja gut, 486 Yards ist jetzt nicht das kürzeste Par 4. Ja, und wenn wir hier liegen, haben wir immer noch 200. Okay. Wir müssen schauen, dass wir den da schön reingedroht bekommen, damit er das Fairway da am Bunker entlang vorbeiläuft. Aber wir wollen auch nicht in den Bunker. Ja, sauber. Das nenne ich Präzision. Er geht natürlich nach rechts und ist aber deutlich zu kurz. Wieso ist der so kurz? Spannend.
That is into one of the four bunkers that surround this ninth green. Ich meine, das Grün ist ja nun wirklich groß genug. So, Eisen 6. Nee. Eisen 6 auf keinen Fall. Das wird ein Draw über die rechte Seite. Ein Draw über die rechte Seite. Ja, okay. Da geht es dann aber ein bisschen nach rechts beim Stock. Das heißt, es wäre ein Bergaufputt, wenn wir rechts vom Stock liegen. Noch ein kleines bisschen mehr. Die Länge wird halt entscheidend sein. Das 7er rollt nicht so lange aus. So, und dafür ein bisschen höher wieder anspielen. Ja, geht zu früh nach links. Der bleibt links vom Stock. Und hoffentlich bleibt er auch liegen. Ah! Naja, okay, da können wir auf jeden Fall putten. Digs into the bunker, getting set to play the third shot. Okay, not bad out of the sand, and that's what will remain, trying to grind out a par. Okay, er möchte, dass ich chippe. Texas Wedge, es geht 8 Inches nach unten. Ei. Ja, klar. Chip. Wir machen das mit dem Flop. Wir machen es mit dem Flop. Ein bisschen kürzer. Ja, komm noch ein bisschen zurück, okay. With all the elements of his game have been in sync today, a terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Yeah, that's a good putt. It's in for par here at the ninth. And that's going to be a 3-under 33 on this front side. Ja, okay, dürfen wir nicht. Es geht ein bisschen bergab. Okay. Okay, that's in for his par here at the ninth. And that's going to make this a 2-under 34. For the front side. Tenth hole here at Bay Hill is not overly long, just 400 yards, but the emphasis is on accuracy off the tee. That's absolutely crucial. Put it in play in the right spot. You'll have a chance to get out of here with a birdie. So, wir gehen auf die Back 9. Wir sind jetzt auf der 10 und wir schauen aber gleich mal ins Leaderboard, während natürlich Im als Erster abschlagen darf. Er nimmt wieder keinen Driver. Macht einen soliden geraden Schlag. Okay, zwischen die Bunker rein. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. So, 140, ja, ich glaube, da ist auch nicht mehr nötig. Da muss man ansonsten halt den Fade spielen. Aber jetzt schauen wir mal kurz ins Leaderboard. Denn minus 10 steht immer noch und minus 7. Okay, also da ist ein ziemlicher Abstand. Aber wir müssen uns hocharbeiten, es hilft nichts. Im Moment liegen wir bei minus 2. Okay. Und sind, glaube ich, geteilter 60. Yep. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 oder 3 Birdies. Ohne natürlich Schlagverlust, damit wir irgendwie so um die 40 oder Position 30 kommen. Ja, nee, dann kommen wir sogar deutlich weiter nach vorne mit minus 5. Okay, wir werden sehen. Jetzt schauen wir erstmal, wie es sich hier verhält. Okay, da würden wir direkt über einen Bunker spielen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Direkt über den Bunker und mit dem Wind reindrohen, reinfaden. Ja, nochmal schauen. Ja, wir zielen eher hier. Dann müsste es passen. Okay. Ja,
der wird auf jeden Fall zwischen die Bunker kommen. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Da vorne geht es ein bisschen hoch. Das passt. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. Yes, he's left himself 140 yards to the flag. And the pin on the back portion in the left-hand side of this group. Sehr gute Annäherung. Sehr, sehr gute Annäherung. Drei Fuß. Pin cut back left here today as he stares down his second to the par four. Ja, wir haben ein bisschen Rückenwind, aber mir tut immer so ein bisschen das mit diesen Wedges. Da habe ich immer das Gefühl, dass wir dann zu kurz sind. Auf jeden Fall etwas leichte links vom Stock anvisieren. Ja, okay. Der Hang kommt uns entgegen. Das heißt, der Ball müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Ja, Rückenwind. Okay, Approach hätte Spin. Zieht er dann zurück? Wird das reichen, dass das, was der Rückenwind ihn länger macht, er dann zurückkommt oder nicht? Ja. 54er ist zu kurz, definitiv. Ja, wieder zu kurz. Okay, 4 Inches nach oben. 4 Inches nach oben. 5 wären eigentlich 2. Okay, dann machen wir mal so. Ja, es hat schon wieder ein tolles Break. Ja, vorhin ist er links unter und durchgekippt, weil er zu langsam wurde. Ich denke, das wird jetzt hier so nicht der Fall sein. Ja, geht doch wieder links vorbei. Ja, wir haben heute nicht so das richtige Glück bei den längeren Putts. Oder eben nicht das richtige Auge. Das wird es wohl eher sein. Ja, das war schon eher mehr Glück, dass er noch reingefallen ist. So that in for par to start this backside. And he'll remain right where he is. Ja, okay, wir haben jetzt sogar einen Platz gewonnen, 59er. This hole is very similar to the third hole on the front side. Two bunkers down the right side. Just got to keep it a little left. You don't have to hit driver here. Par 4. Wir sind an der 11 und da kommt auch wieder mal Wasser ins Spiel. Der Drive ist also ganz entscheidend, dass man den wieder gut platziert. Und höchstwahrscheinlich wird die Fahne wieder hinten stecken. Nah am Wasser. Das ist jetzt erstmal ein gerade solider Schlag Mitte Fairway. Yeah, all about hitting the fairway here and that is right where you want to be. 239 Yards, 279 in Summe. Ja, wir haben ein bisschen Rückenwind. Wir haben ein bisschen Rücken. Ja, im Prinzip eigentlich auch nur einen geraden Schlag machen, der nicht zum Wasser geht. Ah, da geht ein bisschen rechts Richtung Bunker. Aber es passt trotzdem, denke ich. Ja, und da vorne ist eine kleine Welle. Komm ein bisschen runter. Ja. 311 Yards in Summe. Gut.
Also, Im muss jetzt über das Wasser. Die Fahne steckt kurz. Okay, das macht es natürlich etwas einfacher. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sie hinten links steckt. Right side of the fairway here for this, his second. Okay, pitching wedge. Bisschen Wind. Es wäre ein Bergaufputt. Wenn wir Pin High liegen könnten, wäre das ein guter Bergaufputt. Ohne Break, so wie das aussieht. Aber wir müssen halt die Länge haben. Ja, der wird vermutlich wieder etwas zu kurz, oder? Der ist zu lang sogar. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Ja, aber da haben wir wieder ein ziemliches Break. With a look at birdie. Ja, man sieht es schon an ihm, wie er sich ausrichtet. Das wird für uns noch ein bisschen heftiger. Und er spielt Birdie, oder? Nein. The pace. Absolutely perfect there. Down the slope. It's in for a birdie. Ja. He will definitely not say no to that. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Wären wir unterm Stock gelegen, hätten wir fast einen geraden Putt gehabt. Jetzt haben wir das völlige Gegenteil, weil jetzt liegen wir im Prinzip hinterm Stock und haben das volle Break. Okay. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Vorhin ist er wieder drunter durchgelaufen, ne? Aber das ist ein heftiges Break. No problems at all. The pace perfect. It is in for birdie. Ja, no problem, sagt er. Hat ja leicht reden, ne? Aus der Sprecherkabine. Frank, the par 5s here at Bay Hill, so important. What's the 12th like? 570-odd yards, teed high, let it fly. Bay Hill has its share of strong par 5s. This is no exception. The 12th at 574 yards, reachable in 2, if you have enough horsepower. So, ein paar 5 mit 591 Yards, die zweite oder die nächste Möglichkeit auf ein Birdie. Und er nimmt wieder das Hölzchen, weil er mit Sicherheit die Bunker da vorne den aus dem Spiel nehmen will. Er sagt sich höchstwahrscheinlich auch, er kommt nicht mit dem zweiten drauf. Warum soll er dann mit dem ersten gleich richtig einen mitgeben? Ja, das ist natürlich genau das Thema. Wir müssten den leicht faden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir im Bunker liegen... Ja, wir müssen hier am Bunker vorbei. Ja, jetzt springen ein bisschen nach rechts. Ja, oder bleib einfach liegen, ist auch okay. Still well over 300 yards to the flag. So, getting this to a good number, the key here for his second. Aber auch gerade so noch im Fairway. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Naja,
Aufs Grün zu kommen ist natürlich jetzt hier nicht leicht. Und wir müssen schauen, dass wir hier nicht in die Bunker kommen. Dazu müsste man natürlich hier über den Eisen 4. Dann haben wir 226. Was haben wir noch? 297. Wäre natürlich auch ein Wedge. Was haben wir denn hier vorne? Okay, da haben wir eigentlich genügend Luft. Eisen 4. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Okay. Ich meine, wenn wir jetzt hier... Witzig, wieso kommt denn dazwischen drin der Driver? Hybrid und das Holz. Ja, also ich denke, ein Eisen 4 sollte reichen und dann sollte der hier einfach reinrollen und gut ist. Ja, okay, der Wind ist schon enorm hier anscheinend. Okay, dann machen wir hier diesen. Ja, das sollte passen vom Winkel her. He set up for his third shot here, looking to get it on the green with this. This one's looking good. Ja, klar, super. That was a good strike. Took it straight at it too, that one bounce and check. Well played. Okay. Jetzt schlägt er mir wieder der 60er vor und der 60er ist bei mir immer zu langsam bzw. viel zu kurz. Das kriege ich nicht auf Länge, normalerweise. Und wir werden natürlich jede Menge, Finesse, nicht Approach. Und wir werden natürlich auch Spin drauf haben. Und Gegenwind. Okay, das Ganze fällt von rechts nach links. Ja, komm, Spin, Spin. Nothing wrong with that. Inside of 5 feet. Nicely done. Shouldn't be much in this for birdie. Ja, ein Schlag mal richtig mit Spin, der funktioniert hat. Grüße gehen raus an den Matthias. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier jetzt unser Birdie spielen. So, nicht übermütig werden. Es geht ein bisschen bergauf und wir haben ein kleines bisschen Break. Ja, so gut wie eigentlich gar nicht, ne? Vielleicht. Nee, eigentlich müssen wir den nur geradeaus spielen. Okay, that'll help the cause. Sehr schön. Here at number 12. He's still in range to make a late move. Six back with six to play. Nothing to it. It's a birdie here at 12. And he will definitely not say no to that. So, der im 3 in a row, drei Birdies in Folge. 13th now. Frank, what's the key here? Really avoid those three bunkers, Rich. You don't want a fairway bunker shot over water for your second shot. So you look at the card and you see 370 yards, par 4, 13th, and you think, yeah, I'm making birdie here. But then hold on. There's a lot happening. Two fairway bunkers to the left. There's one to the right, that green with two more bunkers and water front and right. And all of a sudden you realize, oh, I get it. It's the number one handicap hole. I'll be happy with par here. Okay, hier spielt jetzt tatsächlich mit dem Driver. Okay. Ja, der rollt hier ganz schön. Ja, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er rollt ein bisschen dann zum Wasser hin. So, wir sind mittlerweile 25. Da wollten wir hin, aber ich gehe gerne auch noch mal zwei, drei Plätzchen nach oben. Aber ich würde jetzt hier nicht mit dem Driver reinspielen, muss ich sagen. Das braucht's nicht. 100 Yards. Ja, das braucht's nicht. Unser Holzchen ist eigentlich ein gutes, solides, ein guter, solider Schläger. Ja, der wird nämlich auch noch ein Stück vorrollen. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive.
106 bis zum Stock. Übers Wasser natürlich. In tucked in the back right here as he readies his second. Mit Rückenwind, 54er. Der war vorhin eigentlich lang genug, gell? 60er, Finesse. Ja, wir müssen den Ball übers Wasser starten lassen, in Anführungszeichen. Ja, wenn er rechts vom Stock liegt, liegt er eigentlich relativ flach. Dann haben wir eine gute Möglichkeit zum Putten. Ein bisschen Rückenwind, aber das dürfte eigentlich auf der Länge nicht so viel ausmachen. Auf die Entfernung dürfte das nicht so viel ausmachen. Here we go. Zieh ein bisschen. Ah, nee, macht er nicht. Okay. Put himself in an excellent position. Keyboards, 88 yards. Really good opportunity here. Second shot. Oh ja, der sieht gut aus, aber der wird ziehen, ne? Der bleibt liegen. Oh ja. Er dreht jetzt richtig auf hier. Okay, wir haben wenig Break. Er liegt eigentlich ganz gut. Wir schauen uns das mal richtig von unten an. Er hat ein bisschen Break. Das heißt, ein bisschen mehr vielleicht als linke Lochkante. So. Dann müsste er auf jeden Fall ein bisschen rechts rüberlaufen. Und läuft. Ah! Wenn er langsamer gewesen wäre, wäre er noch schneller rübergebrochen. Es war doch wirklich nur ganz, ganz weniges Break. Also höchstwahrscheinlich war der überhaupt nicht auf der Linie. Jetzt geht es ein bisschen bergab. Das war eine gute Chance. Das war eine gute Chance auf den Birdie. Und wieder über die rechte Lochkante. Ja, das ärgert mich jetzt wirklich stark. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Chance. Ja, das ist jetzt kein Selbstläufer. Das ist jetzt ein Grün mit einer ziemlichen False Front. Einfach reinrollen lassen ist hier nicht. Er geht ein bisschen links rüber, aber im Prinzip Mitte grün. Er nimmt wirklich den nähesten Eingang aufs Grün. Ja, er sagt sich auch erstmal Mitte grün spielen. Okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir drauf kommen. Und das müsste man eigentlich am ehesten machen mit einem Fade. Tja, das Problem wird immer das gleiche sein. Wir haben Gegenwind und Eisen 4 wird nicht liegen bleiben. Aber wir müssen da hoch, weil wir haben 8 Fuß Länge. Ja, ich denke schon, dass das so passt. Werden den aber richtig hoch spielen. Ja, geht mir zu früh rechts. Geht mir zu früh rechts. Der wird vermutlich hinten im Bunker liegen, oder? Komm, bleib liegen, bleib liegen. Ja. And that will be too much club. It's into one of those two bunkers over the back of this 14th green. Now from the bunker. Just a little splash out on this par 3. Thank you.
That is a good-looking pass out of the bunker right there. Got that to stop in a good place, leaving just a few feet for par. Chance now for another birdie. And this certainly would be a bonus if it goes in. You just need to make sure you get it there and give yourself a chance. Never up, never in. So, wir müssen uns wieder konzentrieren. Level, oder? Was war das jetzt gerade? Ja, wieder mal ein kleines bisschen geht's hoch. Über links, über rechts. Okay, good putt. And a par here at 14. And he'll stay right where he is. No issues there. It is a par here at 14. And he'll remain right where he is. 25. sind wir. Now at the 15th, big dog leg right here. What's the best way to go, Frank? Really down the left side. It's very tempting to try and hit it across that bunker, but not only do you have to carry the bunker, you've also got to carry those little shrubs down the right side. Yards, Part 4, das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich. Und auch hier gilt es natürlich, den Ball gut im Fairway zu platzieren, damit man für den zweiten Schlag dann auch einen guten freien Weg hat. Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. Ja, man sieht es ein bisschen, dass es natürlich dort vorne dann in eine Senke geht. Also muss man da ein bisschen aufpassen. Ja, dass er nicht durchrollt durch die Senke. Wir müssen natürlich über den Bunker. Aber ein Draw wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, es sind dann doch immer noch 250. Augenblick. Ein Draw und Fade natürlich. Dass der eigentlich hier richtig reingeht und dann da runter rollt. Ja, die Kurve hat er ein bisschen. Jetzt schauen wir mal. Ah, okay. Und jetzt bleib liegen. Sehr schön. Frank, what are you looking to do with this approach shot here at 15? Anytime the flag's on the front, Rich, it's basically green light special. When the flag starts to get pushed towards that back area of that green, it starts to get narrower and narrower and narrower. And that's where you've got to be a little careful. Ja, das war kein so einfacher Schlag, weil er musste ja hinter den Bäumen, hat die Fahne also nur schwer gesehen. Also insofern hat er das wieder sehr, sehr ordentlich gemacht. Das ist immer ein Moment, wo man sich auch sehr auf seinen Caddy verlassen muss. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ja, Gegenwind, ne? Wir sollten versuchen, auf der rechten Seite zum Liegen zu kommen. Aber ein Eisen 6 wird mir wieder zu lang werden. Einfach das Eisen 7 und ausrollen lassen. Startet wieder leider zu weit links. Jetzt liegen wir nicht mal besser. Jetzt zeigen wir dem Kollegen eben auch noch die Linie und liegen noch gerade im Grün, okay? Iona's down there, this for birdie. Well, they often say it's the toughest putt in golf. There's not a lot to it. I think you can take dead aim. Okay, 10 inches. Also da müssen wir schon ganz schön den Berg hoch hier spielen. Ja, das ist am Anfang extrem. Dafür ist es halt kaum Break. Es ist wenig Break.
Wir müssen den halt ordentlich hier in den Hang reinspielen. Geraden Putt. Es ist wenig Break und wir geben dem ja ganz schön einen mit, aber er bremst natürlich nach oben und dann nimmt er das Break an. Okay. Ah, wieder nicht. Zu schnell. Zu schnell. Ein bisschen langsamer hätte er oben das Break noch genommen. Now this for another birdie. And there's no space for a lapse in concentration here. Perhaps a little bit further away than we would have liked, but a two-putt would be a very good result. Ooh, good speed there. That'll leave just a couple feet. Besser. Just 5 feet left. Ja, ein bisschen bergab. Nicht viel. Yeah, good putt. That's in for par here at 15. And he'll stay right where he is. So, wir haben noch 3 Bahnen zu gehen. Wir sind an der 15. Vielleicht fällt noch ein Birdie. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll remain right where he is. Ja, da hat er einen ganz schönen Zwischenspurt reingelegt mit 4 Birdies. Back on the tee here at the 16th. Frank, lay it out for us. What's ahead on this hole? Well, even though there's 2 bunkers, one on the left and one on the right, it's the shortest of the 4 par 5s. You can almost take those out of play and have just a mid-iron in here. But we all know what's coming up. So, das ist natürlich jetzt auch wieder ein anspruchsvolles Loch, zumal hier die Fahne rechts hinten oder rechts vorne steckt. So ist es eigentlich richtig. Ziel muss es natürlich sein, hier mit dem 2. aufs Grün zu kommen. Dazu brauchen wir natürlich einen extrem guten Drive. Und dann können wir nochmal im Birdie spielen. No issues here. That is into the fairway. Ja, okay. Also wenn der Richtung Bunker fliegt, wird er sowieso ein bisschen nach links springen. Also können wir den eigentlich auch so runterjagen. Müssen wir eigentlich gar nicht viel Kurve mitgeben. Das müsste so passen. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. 203 Yards zum Loch. Das heißt, wir können auf jeden Fall, denke ich, mit dem Eisen das Grün angreifen. Der ist im Bunker. Aber guter Bunkerschlag, dann wird das auch ein Birdie. Ja, wichtig. Ja, wichtig ist vor allen Dingen, dass man natürlich trocken übers Wasser kommt. Ja, Eisen 6. Wenn er hier in den Hang geht oder so, dann wird es halt zu kurz, ne? Eisen 5. Natürlich dann mit einer Kurve gespielt, mit einem Fade. Ja, idealerweise wäre natürlich, wenn er hier vorne in die False Front springt und dann ein wenig hoch springt. Und wir müssten halt hier unten zum Liegen kommen, weil hier oben ist natürlich schon wieder eine Welle. Und wir müssten hier zum Liegen kommen. Das wäre halt die Herausforderung. Gut, wenn er im Bunker landet, ist auch nicht schlimm. Er darf halt nur nicht im Wasser landen. So, von der Länge. Ja. Ja, geht ein bisschen weit rechts, aber
Komm, bleib liegen. Ah, rollt hoch, er rollt hoch. Naja, okay, aber... Okay, job well done, Frank. You know, when you play this hole, you're playing it like a par 4, even though it's a par 5. You need to be home in 2. You certainly do, Rich. This hole isn't as long as some par 5s, but when you consider water in play here, water in play at 17 and 18, this is a key shot. So, jetzt ist es ja so, dass auf jeden Fall hinterm Stock es eigentlich relativ flach ist und wenig Break hat. Also, wenn wir zu lang sind, aber jetzt überlege ich gerade, ein Fuß runter, wie viel war denn das? Ah, 2 Kästchen, kann das sein? Zu lang möchte ich aber auch nicht werden, viel zu lang. Ja, und der Break natürlich ziemlich nach rechts rüber. Ja, der läuft auf jeden Fall rechts vorbei. Oh, der läuft ganz schön aus. Ei. Okay. A birdie chance if he can knock one in close. His third from the bunker. Ja, ich wollte halt schon kürzer bleiben. Ich wollte auf keinen Fall oben aufs Plateau. Das hatte schon einen Grund. Aber okay. Das ist eigentlich ein machbar. Der Putt müsste machbar sein. Das ist so gut wie gar kein Break. Ein bisschen Break. Okay, das Birdie haben wir. That is down for a birdie here at 16. And he will definitely not say no to that. Well played there, a birdie here at 16. Will certainly help the cause. So, 12. Also, da bin ich mal gespannt, was wir da Punkte kriegen. Ja, das ist jetzt schon eine ganz schöne Länge. 228 Yard, das Wasser, dann natürlich der große Bunker, wobei man natürlich lieber im Bunker liegt als im Wasser. Aber hier das Grün zu treffen, ist natürlich schon die Herausforderung. Der Ball geht ziemlich rechts weg. Okay, knapp. Okay, ja, da wollte er den Stock angreifen. And that is going to be safe, but it's short and into that long right side bunker here at 17. Ja, der Wind ist aber auch kräftig. Der Wind ist sehr kräftig. Und wir werden hier definitiv nicht mit dem Hybrid reinschlagen, denn lieber hier vorne ins Grün, damit wir dann halt eben einen Putt haben. Ja, wir werden das noch ein bisschen unterstützen und auf jeden Fall auch etwas kürzer spielen. Ich meine, Eisen 4, der wird uns ganz schön wegrollen. Eisen 5. Ich meine, der hat ja vorhin auch gereicht, ne? Vorhin haben wir ja auch das Eisen 5 geschlagen und der war auch ziemlich lang. Ja, startet mir zu weit links. Komm, bleib liegen. Ja, okay. Dann müssen wir halt pitchen oder chippen. Now from left of the green, a second. 18, das wären dann 12. 12. Der springt nach rechts.
Okay. Kleines bisschen hoch, damit er nicht so weit rollt. Ja, dachte ich. Okay, that should be inside of 10 feet, not too bad. Okay, ich hoffe, wir haben keine Breaks. Oh, und dann noch den Schatten. Also es geht ein kleines bisschen hoch. Und wir haben Break auf jeden Fall. Ja, man sieht es schwer im Schatten. Aber wir müssen auf jeden Fall rechte Lochkante und sogar noch ein bisschen mehr, habe ich den Eindruck, weil es geht die ganze Zeit ein bisschen nach links. Und vorhin ist er uns auch wieder vorbeigelaufen. Ja, jetzt nimmt das Break nicht an. Jetzt hat das Break überhaupt nicht angenommen. Oh, nee. Aber der Fehler lag eigentlich schon ein bisschen beim Pitch. Der war einfach deutlich zu lang. It is in for par here at 17. And he'll stay at 5 under. Ja, auch heute bewahrheitet es sich einfach wieder, wenn du auf den Grüns heute nicht so gut bist. Ah. Jo, das zweite und das vorletzte. Das ist schön gespiegelt. Jedes Mal ein Bogey. Frank, the scene of so much drama through the years. The 18th here at Bay Hill. What's the key? The fairway is rather generous, but once again it pinches in around 320, 330 yards. You've got to be cognizant of that. And of course that green shapes to the right. So good tee shot makes that second shot a little bit easier. So, für uns könnten wir sagen, zwischen der 2 und der 17 war alles okay. Also von der 3 bis zur 16. Ja, die 18 ist jetzt nicht zu unterschätzen. 475 Yards ist ordentlich. Das heißt, da muss man eigentlich schon ranklotzen. Und dann ist natürlich der Winkel wieder entscheidend. Dann kommt noch dazu, dass wenn man zu lang ist, kommt auf der rechten Seite natürlich das Wasser ins Spiel. Aber wir müssen jetzt natürlich übers Wasser spielen. So, jetzt nochmal versuchen anzugreifen. Wir gehen über links, aber dann schauen wir mal, wie weit er nach rechts rollt. Ja, wir bleiben lieber ein bisschen mehr links. He seemed to like that one as well. He should. It'll wind up. So, das heißt, wir haben 307 total. Ein guter Drive, okay, damit können wir leben. Ja, den müsste er jetzt schon einlochen, damit er das Turnier noch gewinnen kann. Er braucht, glaube ich, einen Eagle. Der Führer, der hat immer noch minus 10. Ja, logisch, der war ja schon im Clubhaus. Oh, der geht aber rechts weg. Oh, ja. Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in the rough now, wondering what might have been. Frank, this is the moment of truth. In so many rounds here at Bay Hill, the second at 18. The best way to put it is it's the most rewarding second shot you'll get on Bay Hill relative to the rest of the people playing. Hmm. Tja, wir wollen eigentlich nicht nass werden. Der Wind wird ihn sowieso nach rechts rüber drücken. Und ob wir hier jetzt noch auf den Birdie gehen können, das wird sich zeigen. Okay, da ist ein bisschen mehr Luft. Wir können dem noch ein bisschen versuchen, Fade mitzugeben. Und ein bisschen höher.
Solider Schlag ins Grün. Sehr gut. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. Ich finde schon manchmal interessant, dass sie solche Schläge ziemlich zügig ausführen. Also die KI während Drives doch manchmal sehr, sehr lange brauchen. Maybe a foot, foot and a half in front of you and aim for that. Ja, das sieht so aus, als würde es die ganze Zeit also richtig flott nach unten gehen, aber es bricht natürlich unheimlich nach rechts. 2 inches. Naja, der nimmt natürlich dann Speed auf. Der nimmt dann wieder ein bisschen Geschwindigkeit auf, wenn der rechts runterläuft. Interessant finde ich hinten links die Anzeige, wann der Platz gebaut wurde und von wem. Da hat man gerade kurz den Architekten gesehen. Ja, das ist schon, der wird den, naja, der wird es schon auf jeden Fall annehmen, das Break. Ah, das hätten wir jetzt gebraucht, das Birdie. Okay, a good putt for his par here at the 18th green, and that will finish off our round of golf. Ja, ja, eigentlich sollte ich mich ja mehr aufs Spiel konzentrieren als auf die Anzeigetafel. So, sehr schön. Jetzt versuchen wir den hier auch noch reinzukriegen. Ja, wir haben da noch ein ganz schönes Break. Ja, okay. Und okay, sehr schön. And that will write an end to the round here today. So, Frank, for our featured golfer, they came roaring out on this Sunday. It won't be enough to place him too high on the leaderboard, but a terrific final round nonetheless. Certainly, and I want to re-emphasize what you were saying though, Rich. Sunday, it's so important because when you can close, and irrespective of the position they finish, but you're learning to close. That was the key today. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, Iona Steven, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. Ja, wir müssen immer ein bisschen warten, bis Rich Lerner ausgesprochen hat und alle verabschiedet. Das werde ich jetzt auch gleich tun, aber zuvor schauen wir noch mal ganz kurz in die Scorekarte. Resümee, wie gesagt, also zwischen der 3 oder von der 3 bis zur 16 war eigentlich alles im grünen Bereich. An der 2 und an der 17 haben wir es dann ein bisschen verhunzt. Einfach wieder, ja, nicht konzentriert gespielt. Hier, der Kollege hat natürlich eine ganz, ganz tolle Scorekarte mit minus 8. Wir sind bei minus 4. Das ist, denke ich, okay. Damit kann man leben. Das Leaderboard sagt uns, dass wir geteilter 25. sind. Und ich bin mal gespannt, wie viele Punkte es dann dafür letztendlich gab. Schade. Wir schauen mal. Mit minus 5 wären wir 13. gewesen. Okay, da werden wir einige Punkte verloren haben, aber dann ist es halt so. Nichtsdestoweniger ist es erstmal wichtig, dass wir hier natürlich zu Ende gespielt haben und in die Punkte gekommen sind. Hier bei der Arnold Palmer Invitational. So, wir dürfen uns wieder ein bisschen ableveln. Und wir haben uns natürlich qualifiziert für die Players, was aber auch natürlich daran lag, dass wir schon 2 Turniersiege hier verbuchen konnten. Und wie gesagt, nicht vergessen, die Players, die werden wir dann im Livestream spielen, allerdings dann in einem anderen Modus, nämlich über 4 Runden mit den wichtigsten Löchern. Also sprich nicht über 18, sondern da werden immer, glaube ich, nur 5 oder 6 Stück pro Runde. Aber wir gehen dann alle 4 Runden und da bin ich dann mal gespannt, wie hier auch die Zuteilung der Spieler ist. So, 144 Spieler sind da im Feld und es gibt 600 Punkte natürlich für den FedEx Cup. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt hier bekommen?
Und wir schauen mal, 23 Punkte. Also man sieht es ganz klar, man muss wirklich in die Top 10 oder sogar unter die Top 5, wenn man richtig Punkte machen will. Man sieht es auch hier, der Erste hat 550 bekommen und ihm als Zweiter schon nur 315. Und wir können uns freuen, dass wir zwei Top 10 Platzierungen hatten und zwei Turniersiege, die uns natürlich nach vorne gebracht haben. Okay, und man sieht natürlich jetzt auch hier, dass die Parallelveranstaltung, die Lighthouse Open, natürlich nicht ganz so viele Punkte bringen. Natürlich ist die Arnold Palmer Invitational deutlich höher angesetzt und deswegen gibt es da natürlich auch einige FedEx Cup Punkte mehr. Wir schauen jetzt mal hier rüber, wie es da aussieht. Und die FedEx Cup im Ranking sind wir mit 1585 Punkten immer noch ganz vorne. Aber der gute Im hat natürlich jetzt aufgeholt und unser Vorsprung nur noch 669, was aber trotzdem ordentlich ist. Und wir wissen ja, letztendlich müssen wir uns qualifizieren, damit wir hier bis ins Finale kommen, wo dann, glaube ich, ja nur noch 35 Spieler spielen. Ich bin dann übrigens auch gespannt, wie hier der Modus ist, weil normalerweise über die Punkte bzw. über dieses Ranking kriegt man ja Schläge vor. Das heißt, der als Erster aus dem Ranking hier in den Finaltag kommt, kriegt meines Wissens ja 10 Schläge gut geschrieben und der Zweite dann, glaube ich, 8 und immer so weiter, sodass man mit einem gewissen Vorsprung in dieses Turnier startet. Okay, wo sind wir denn in der offiziellen World Golf Ranking? Sind wir immer noch weiter vorne und wir haben wieder Scotty Scheffler eigentlich nicht auf dem Leaderboard irgendwo gesehen. Jedenfalls ist er mir nicht aufgefallen und auch die anderen Spieler, die hier vorne mit dabei sind. Also gut, der einzige statistische Wert, der mich jetzt gerade ein bisschen interessiert, ist Putting. 1,44 hatten wir, glaube ich, oder irgend sowas. Und jetzt sind wir bei 1,45. Ja, weil wir haben nicht ganz so gut geputtet. Es waren 3 Putts dabei. Ich überlege gerade, war an der 2 Essen 3 Putt? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. An der 17 war es kein 3 Putt. Der zweite Schlag war ja von außerhalb. Nee, das war kein 3-Part, also müsste das immer noch so passen. 1,45 ist okay der Wert, aber hier hat tatsächlich jemand einen Wert von 1,06. Das ist ja Wahnsinn. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir führen weiterhin hier die FedEx Cup Liste an und das nächste Turnier ist dann eben The Players Championship und wir gehen nach Florida. TPC Sawgrass, das Players Stadium, eines der schönsten oder einer der schönsten Plätze und natürlich ein Pete Dye Design. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns, denke ich, dann morgen im Livestream. 16.30 Uhr ist mal anvisiert, schaut einfach in die Community. Ich werde dann natürlich da wieder was posten, damit ihr wisst, wann es genau losgeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da zuschaut live, wenn wir die Players Championship spielen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.